Ja, willkommen zur nächsten Meditation. Setz dich aufrecht im geraden Rücken hin. Achte darauf, dass es jetzt nicht irgendeine Zwangshaltung ist oder super ungemütlich. Du kannst dich auch möglichst gerade auf den Stuhl setzen. Leg die Hände entspannt in deinen Schoß. Komm zur Ruhe. Richte deine Aufmerksamkeit nach innen. Geh mit Gedanken durch deinen Körper und schau, ob du irgendwo noch Muskeln locker lassen kannst, vor allen Dingen die Schultern. Achte darauf, dass deine Hände so liegen, dass die Schultern nicht angespannt sind beim Meditieren. Lass mit jedem Ausatmen deinen Körper ein Stück mehr los, auf deinen Sitz fallen. Und stell dir vor, dass du deinem Atem folgst. Also du bist ihm quasi auf den Fersen. Mit deiner Aufmerksamkeit dein Atem führt und du folgst. Bist ganz nah dran beim Einatmen. Ganz nah dran beim Ausatmen. Lass deinen Atem führen und deine Aufmerksamkeit folgt. Thema heute ist sich anfühlen. Während du weiter immer tiefer in die Meditation sinkst, geh jetzt mal mit deiner Wahrnehmung durch dein psychisches System. Und schau mal, ob da irgendwelche Also schau erstmal überhaupt, was da ist, an Gefühlen gerade, an Körperzuständen, an Sachen, die sich gut anfühlen, Dinge, die sich vielleicht nicht so gut anfühlen. Nimm es einfach wahr, ohne Bewertung. Ganz entspannt und überleg dir erstmal zwei Dinge, wofür du dankbar bist, die in den letzten 24 Stunden waren. Muss nichts Besonderes sein, es kann alles sein von gut gegessen, gutem Wetter, gut gefühlt, schönes Erlebnis gehabt. Können auch ganz feine, kleine Dinge sein und bedanke dich dafür, wo auch immer. Und dank deinem Körper, dass er dich so gut durch die letzten 24 Stunden gebracht hat.
Als nächstes stell dir vor, dass über dir ja so eine Art Eimer, Behältnis ist, wie auch immer du dir das vorstellst, was angefüllt ist mit einer ja, wunderbaren, energievollen Flüssigkeit. Ich persönlich stelle mir immer vor, sowas wie Honig, total. Aber Honig so in Gold glänzend, vibrierend vor Energie. Sattmachend. Und diese Flüssigkeit wartet nur darauf, dich zu nähren und voll zu machen. Und jetzt nimm dir mal eins von diesen Gefühlen vor, die sich vielleicht nicht so gut anfühlen gerade. Aber vielleicht gibt es gerade eine Leere in dir oder einen Schmerz oder einen Liebeskummer. Oder eine Ungeduld. Und dann stell dir vor, wie du aus diesem Eimer oder Behältnis, wie auch immer du dir das vorstellst, diese Flüssigkeit in dieses Gefühl reinschüttest. Also in die Leere in dir, in den Schmerz in dir. Und je nachdem, was für ein Gefühl das ist, also bei Leere kannst du dir vorstellen, sie wird angefüllt. Bei Schmerz kannst du dir vorstellen, es ist wie so ein, ja, vielleicht hilft auch diese Vorstellung, es füllt dich an, vielleicht auch, dass es wie so ein Schmerzmittel ist, was die Schmerzen wegmacht. Wenn es eine Ungeduld ist, könntest du dir vorstellen, dass diese Flüssigkeit so dich total beruhigt und bei so aktiven Gefühlen wie Ungeduld kannst du dir auch vorstellen, dass diese Flüssigkeit dafür sorgt, dass diese Überenergie in dieser Ungeduld so wie aus einem Abfluss aus dir rausfließt und nur noch Ruhe und Fülle da ist. Lass dir Zeit damit. Genießt diesen Vorgang. Und dann tauch langsam wieder auf mit deiner Aufmerksamkeit. Richte dich langsam darauf ein, die Meditation wieder zu beenden. Genieß noch einmal deinen Körper, dein psychisches System, wie es sich jetzt nach der Meditation anfühlt. Atme noch einmal tief durch. Und öffne langsam die Augen und wie gewohnt reck dich und streck dich, lass dich gähnen oder was auch immer dein Körper machen möchte.
steh vielleicht auf, reck dich nochmal. Und ich wünsche dir einen schönen Tag oder einen schönen Abend.